Hallo und hier ist wieder euer Boxtrash alias XBlueForLightX und heute machen wir ein Tutorial über No More Ruina. Das ist schon eine sehr komplizierte Sache. Ich werde es aber auch zeigen, wie es runterlädt. Manche haben es bestimmt schon früher runtergeladen, aber wir können nicht mal weiterspielen. Also, halt. Hier ist die Webseite nomorehell.com. Ich sollte eine Verfügung, Beschreibung schreiben, und alle paar Sachen und so alles. Und dann gehen wir hier drauf auf. Das ist, seht ihr schon, diese alles. Das ist ganz schnick gemacht. Das Zombie ist einfach, Digga, ich kill euch. Egal, da geht ihr auf Download. Danach geht ihr hier. Hier habt ihr ein No More Ruina Hell Version 1.0.6. Und das da ist da, damit man von 1.5 zu 1.6 macht. Also Leute, die schon 1.5 haben, aber 1.6 spielen wollen und nicht können, laden sich das darunter. Das ist nur ein Patch, nur ein Patch. Oh, fast bei 40.000. Und das ist das Richtige. Ihr klickt einmal da drauf, das ist voll die lange Sache. Gut, ihr geht drauf, da kommt ihr hier hin. Ihr geht auf Download Now. Dann hier auf, da steht ihr schon, Click to Begin, Downloading, No More Ruina Hell, Beta 1.06. Und so, muss ich noch weiter lesen. Einfach nur da drauf, wo man drauf klicken kann als erstes. Und dann öffnet sich ein neues Fenster und jetzt kommt Gamefront. Dann machen wir aber 3-4 Stück auf Seiten auf einmal. Das ist nur wegen ein Download. Gut, dann geht ihr auf Download. Und danach seht ihr schon, noch, da steht, the download will begin in 30 seconds. If it does not, wenn es nicht macht, dann klickt einfach hier, klickt hier, klickt einfach nicht mehr. So lange, dann ladet es. Ich brauch's jetzt nicht. Und jetzt sind wir schon beim ersten Schritt vorbei. Als zweites, ich hab's jetzt nicht. Aber ich kann euch mal zeigen. Er sollte jetzt bei Downloads erscheinen, bei mir ist jetzt Downloads im Desktop. Man sollte hier ein Winrar sein mit No More Ruina Hell. Ihr packt es aus und das ist einfach mal da im drin. Oder halt, wo es drin war. Aber ihr sollt noch nichts machen. Als nächstes bräuchtet ihr Store Steam Powered. Und gut. Und hier geht auf Anmelden. Ich hab das nicht weg. Anmelden, gut. Gut. Und hier kann man sich anmelden. Leute, die Stadt kann man sich anmelden. Und kann man auch mal PS3 anmelden. Aber dafür braucht man erstmal Portal 2 auf der PS3. Gut. Und ich kann jetzt einfach hier auf Registrieren. Und da könnt ihr alles registrieren. Macht einfach alles. Tut alles aus. Lest das. Steht es hier über 3 zur Seite. Und dann habt ihr es jetzt gemacht. Und da könnt ihr schon sehen, kostenlos Spiel, es sind sehr viele Sachen, ihr könnt Geld drauf tun, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, Demos, gibt sehr viele, alles. Ich kann euch mal zeigen hier, Demo, könnt ihr alles spielen, kaufen könnt ihr auch und so alles. So, ich hab wirklich die kleine Unterbrechung, aber ich hab kurz aufgehalten. Es gibt auch Multiplayer-Demos, und zwar Koop-Demos. Es gibt sehr viele Sachen, Spiele kostenlos zu kaufen, mit 2 Black Ops 2, keine Ahnung. Aber es interessiert uns jetzt, dann wir gehen erstmal auf Steam installieren. Ich klicke einmal drauf. Warte, und dann klickt ihr hier auf Steam jetzt installieren. Hier kommt ihr ins Ding, führt das aus, macht alle Sachen. Und so. Und wenn ihr dann fertig seid, loggt euch an, ein bei Steam. Und na, kann schon losgehen. Ich kann euch mal zeigen, einen Moment. Ich hole das kurz mal raus. Einen Moment warten. Ich mach kurz Pause. Gut, wieder da nach einer Unterbrechung, also nachdem es fertig geladen hat. Das ist jetzt nur ein Ordner. Aber bei euch ist es dann ein Winrar, das ist ein Desktop, ist ein Download-Ordner. Entpackt es und dann kommt ihr das raus. Ihr könnt auch reingucken, ob alles da ist, aber müsst ihr nicht. Das habt ihr schon alles. Gut. Dann geht ihr in den Ordner, wo ihr Steam geladen habt. Erstmal Computer oder Arbeitsplatz. Ich gehe jetzt erstmal, ich hab's auf D. Danach auf Steam. Steam Apps, Source Mods, und danach das reinschieben. Wo ist jetzt mehr? Gut. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Ich würde auch so alles lesen. Und auch mal beantworten. Ach, wirklich? Ja.
Und ja, damit sind wir schon fast fertig. Nicht sofort aufhören mit dem Video, ihr seid noch nicht fertig, ihr könnt noch gar nicht spielen. Das machen wir später. Und ihr braucht noch Sword SDK-Mod. Also, ihr geht auf Bibliothek, Tools, und dann seht ihr hier Sword SDK Base 2006, 2007. Download erstmal 2007. Wenn es immer noch nicht geht, dann ladet euch 2006 runter. Man braucht mindestens eins von denen. Also, es sollte schon funktionieren. Nachdem es runter kommt, ihr seid spielbereit. Könnt ihr schon auf Spielen klicken und danach kommt das dann und wird gestartet. Und voilà, es startet. Okay, damit will ich mich herzlich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich spielt ihr gern. Wenn ihr könnt auch mal euren Namen entscheiden, könnt ihr mal zusammen spielen. Und halt. Damit hört mal auf mit diesem Video und viel Spaß beim Zocken.